So Leute, willkommen zurück zu Watch Dogs, nicht zu Assassin's Creed. Das muss ich immer noch auf die Kette kriegen. Wir sind wohl immer noch beim Bunker wieder. Also, auch gut. So, wo wurde ihr gespawnt? Eigentlich wollte ich woanders spawnen. Was ist, wenn ich mir hier ein Auto hinrufen lasse? Geht das? Ja, das dürfte normalerweise gar nicht gehen. Aber gut, müssen wir hier rechts? Also wir können auch links, aber abbiegen. Ja, ich hoffe, ich bin heute mal ein bisschen aktiver als gestern, weil gestern war keine Ahnung. Gestern war ein bisschen komisch das Ganze. Und dann ist das erstmal so, ne? Also ich war die letzten paar Minuten, die letzte Stunde sogar gefühlt ganz schön ruhig. Ich habe mir das noch nicht in der Aufnahme angeguckt, aber weiß ich nicht. Ich war vielleicht ein bisschen abgelenkt, ein bisschen neben der Spur, dann ist das halt so, ne? Kann man nichts machen. Wieder durch, ja, aber oh, geil. Und es glaube ich zu den GTA-esken die Missionen, die ein bisschen GTA-ähnlich gestaltet sind, aus meiner Sicht. Weil jetzt kommt so Gang-Geschichten. Nämlich zu den, wie hießen sie noch? Ich habe den Namen vergessen. Blöd. Ich park doch nur wie ein typischer Deutscher in einem Videospiel. Mal auf zur Mission notdürftig. Rossi Fremont. Sie hatten so viel vor mit dem Viertel. Gebracht hat's nur, dass jetzt alle Banden unter einem Dach sind. Von der Stadtteilgemeinschaft bleiben nur noch Wohnblockgemeinschaften. Was ist mit den anderen? Die spielen mit oder ziehen weg. Ich werde mich mal umsehen. Herausfinden, was die so machen. Damiens IP zeigt irgendwo hier hin. Die Typen haben das zu einer Festung ausgebaut. Allein komme ich da nie rein. Okay. Ich schleiche mich in ihr Netzwerk. Und dann können wir einen Blick hineinwerfen. Hey, hey! Hey, Grim! Mann! Was? Hab JJ gestern mit deiner Kleinen gesehen, Mann! Was? Fifth Street, JJ? Ja! Yep. So ne Scheiße, Mann! Dem Wichser werde ich was erzählen, das sage ich dir! In Deckung, weil dann sieht er mich noch, der Dude. Wir gehen einfach weiter. Leck mich. Shit. Bitte bringt mich um, bitte macht das. Ja, bitte, das war scheiße. Danke. Oh, ich will das ruhig angehen. Ich will das ein bisschen sneaky angehen und nicht so. Ein bisschen blöd halt, ne? Wenn man das nochmal wieder lernen muss. Damiens IP zeigt irgendwo hier hin. Die Typen haben das zu einer Festung ausgebaut. Allein komme ich da nie rein. Okay.
Ich schleiche mich in ihr Netzwerk. Und dann können wir einen Blick hineinwerfen. Saug es einfach in dich auf und freu dich. Das würde ich an deiner Stelle machen. Hätten Sie mal Feuer? Hey du, warum ist es auf der Alm so schön? Wegen den Almosen. Ja, verstehst du? Ich war hier, Sir Rackley. Ich hab alles gesehen. Der Spinner landet völlig nackt hinter ihnen her. Diese Spinner glauben, dass sie in die Stadt gehören. Das hat er von den Soldaten in Liberia. Die ohne Kleidung in den Garten. Leichter in Pfeifen. Keine Ahnung. Puh! Jo, warte mal! Jo, was soll der Scheiß? Wow, es gibt immer einen Verrückten. Puh! Was ist das für ein Krach? Was? Oh! Oh shit. Hier legt sich niemand mit dem Viceroy an. Doch, tue ich aber gerade. Warte noch mal ganz kurz die AK nehmen. Leitung! Shit, er hat mich aufgeknallt! So, und dann noch mal. So. Aber bin ich doof. Alter, die kommen auch nicht mal zu näher, oder? Reingesehen, warte mal. Alter, ich baller gerade meine ganze Muni. Scheiße. Alter, wo? Von wo? Nein, 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 geh zurück, Mann! Aiden! Scheiße, Mann. Das ist doch
Scheiße. Egal. Geht bestimmt auch ein bisschen angenehmer. Zeigt irgendwo hier hin. Die Typen haben das zu einer Festung ausgebaut. Allein komme ich da nie rein. Okay. Ich schleiche mich in ihr Netzwerk. Und dann können wir einen Blick hineinwerfen. Alter, hier sind noch mehr. So, die Scharfschützen erstmal wieder. Da kommt noch, da kommt noch Verstärkung. Dann ist das so, Mann. Und die treffen ja so. Alter. Warte mal, hallo, nachladen, danke, Aiden. Du bist am nächsten dran, du stehst da. Ich hab deinen Bro getötet! Alter! Oh. Drei Personen.
Alter, wo ist denn der dritte? Ja, du bist gekommen. Hab da Geduld. Ich bin so schlecht mit dem Geschütz. Komm mich halt ein bisschen näher, Leute. Oh, Entschuldigung. Oh Mann, ey. Ja, ich gehe das ganz ruhig an. Erstmal wieder alle tot. Ey, ein Piss hat so einen richtig heilen Killcount, wenn ich ihn spiele. Das ist richtig schlimm. Was war schon? Shit. Okay. Ja, ich mach das lieber aus der Ferne so ein bisschen. Warum bin ich schon wieder so hart ruhig? Ich weiß gar nicht warum. Schlimm. So, da kommt noch einer. Kommen jetzt noch zwei, drei Leute bestimmt. Jetzt von da. Geh schon mal weg. Warte mal. Nein, falsch. Er hat einen Double Kill gemacht? Uff. Hab ich gar nicht mitgekriegt. Egal, ist nicht so wichtig. Hier weg. Server abhauen. Ein paar mehr. Wir brauchen mehr Weed hier. Wo sind denn die beiden? Kommt doch mal her. Jetzt kommt's ganz dick für dich. Du gehst nirgendwo hin. Hey. Oh shit. Ich werd von hinten. Ich werd von hinten gemacht. Ich mach den kaputt, Junge. Jetzt muss ich die OS so. Fuck, ich hab deine liegen lassen. Ja, verpiss dich, ich nehme auf. Alles klar, los geht's.
Hört jetzt nicht aus. Wollte mir noch die Audiolog-Datei da eben kurz holen von Iraq. Hier war die doch irgendwo. Fuck, die kommen her. Ja, gib mir mal dein Auto. Ja, töte mich, los. Ja, steig ein, Mann! Dann nicht. Ich hoffe, das tritt jetzt noch nicht los. Oder doch? Dreck. Hack! Direkt zum Auto gehen und rausfahren. Hast gehört, ihr kriegt die Scheiße nicht allein hin. Keine Sorge, jetzt sind wir ja da. Ihm besorgt dich so richtig. Pass auf. Kann ihn gar nicht verfehlen. Zack, zwar kaputt. Hä? Lol. Ach doch. Hallo, hey. Oh, da kommt vorne einer. Dann probier's doch. Kriegt eh keiner von euch hin, ihr Wichser. Das war taktisch sehr gut. Das war taktisch sehr wertvoll gerade. So, und da weg schon wieder. Nice. Alter. Das sollte reichen. Ja, wir sind verbunden. Jetzt kannst du einen Blick nach Rossi Fremont werfen. Danke für alles. Du warst eine große Hilfe. Hey, einem Abenteuer kann ich nicht widerstehen. Dann sind wir also fertig? Nein, ich fange gerade erst an. Ich muss da rein, ein paar Antworten finden und meine Schwester retten. Und sobald du deine Antworten hast, was dann? Dann finde ich raus, wer dahinter steckt. Und sorge dafür, dass sie bezahlen. Jeder Einzelne, der mit Linas Tod zu tun hat. Bist du noch da? Ja, ich bin da. Okay, ich sehe dich dann. Notdürftig haben wir auch erledigt. Wir rufen jetzt an. Jordi? Tobias. Nee. Woher hast du diese Nummer? Du bist dieser Rächer. Das ist eine riskante Behauptung. Ja, Mann, genau das ist die Stimme. Hast mir eine Scheißangst eingejagt beim ersten Mal. Dazu, ich hab da was, was dich vielleicht interessieren könnte. Ich hab herausgefunden, dass die Polizei mehr Waffen auf die Straße bringt. Was soll das bitte heißen? Ich hab da was mitgehört. Die verkaufen das Zeug kistenweise. Undercover.
Frage ist nur, wozu? Und wo? Und natürlich wer? Tobias. Ja, genau. Ich zeig dir, wo die die Sachen verkauft haben. Aber nachsehen musst du selbst. Nur eine Sache. Du erwähnst mich in deinem Manifest. Ich habe gar kein Manifest. Das kommt noch. Okay. Waffenhandel. Mehrere Kisten wurden in der ganzen Stadt zurückgelassen. Jeder dieser mysteriösen Kisten enthält hergestellte Tools und in der Nähe befinden sich jeweils eine verworfene Audi-Lok. Finden Sie alle neuen Kisten, eine spezielle Mission freizuschalten, um mehr über den geheimen Hintergrund zu erfahren. Im Fortschrittrad können Sie jederzeit sehen, wie viele Kisten Sie bereits gefunden haben. Der Waffenhandel? Nee, eher Handyspiel. Bin ich denn eigentlich? Nein, nicht Online-Aufträge. Kann ich hier Legende öffnen? Jobs. Versuchungen. Decke. Okay. Oh, ich bin noch ein bisschen falsch. Also ich bin richtig, aber ich bin falsch. Wenn das Sinn macht, was ich da sage. Der Blackout von 2003 war eine Warnung. Die kritische Infrastruktur der Stadt gehört in eine demilitarisierte Zone. 11 Menschen starben, weil die Stadt die Kontrolle abgab. Ein Hacker zeigte die Schwachstelle im Netz. Hacker Raymond Cannon ist ein Held, kein Terrorist. Chicagos CTOS ist angreifbar. Die Bürger sind angreifbar. Übernehmt Kontrolle. Ende der Übertragung. War das denn? Das ist Politesse. Biegen die genau hier ab. So, kein Unfall bauen, ansonsten bin ich dran. Eben kurz hier abbiegen. Ja, wenn die mich finden, bin ich wieder ein bisschen gelatzt. Was ist das denn hier vorne direkt? Die Palace, exklusiver Auftrag. City Games. Digitale Trips. Würde mich nochmal interessieren, ich weiß nicht, ob es in der Mission auch irgendwann auftaucht. Und das hier gibt noch interessante Orte, ne? Das müsste ich eigentlich auch noch machen, um alle sammelbaren Objekte zu finden, falls ich überhaupt 100% machen möchte, wo ich mir gerade noch uneins bin eigentlich. Weil das eigentlich nicht mein Interesse daran ist, manchmal ein Spiel auf 100% durchzuspielen. Wenn ich einen zweiten Run mache, weil ich habe irgendwie geplant für jedes Spiel, was ich sag jetzt mal einmal gespielt habe, irgendwie einen Rerun zu machen, wenn ich da Bock drauf habe. Das ist natürlich eine abgekürzte Variante, weil die Story ja dieselbe ist. Dann werde ich, glaube ich, das Ganze mal auf 100% durchspielen. Und diese Reruns werden im Stream stattfinden. Also ich werde die meisten Spiele sowieso im Stream immer spielen, weil ich da Bock drauf habe. Und demnächst werde ich die Spiele auch mal nochmal rerunnen. Natürlich nicht in der Fassung, in der ich sie gespielt habe, sondern wenn eine bessere Fassung rausgekommen ist, die bessere Fassung natürlich. Das ist ja wohl klar. Klar wie Kloßbrühe. Ja. Whoop. Damit mir ja keiner folgen kann. So. Ich hätte mich auch teleportieren können, aber ich dachte mir. Halb sterben, nur weil man ganz kurz rausgesprungen ist. So. Also, ich werde auf jeden Fall die Spiele, die ich. Oxmaster 1. Ich muss Oxmaster 2 noch spielen, deswegen. Ich werde, glaube ich, genau in der Reihenfolge nachgehen. Oxmaster 1 und so weiter. Nintendo Land kann ich nicht rerunnen, außer ich finde dazu eine. Man kann ja rausgucken. Außer ich finde dazu irgendwie eine ROM oder so. Und selbst dann geht das nicht richtig, weil dann fehlt mir das Gamepad noch als Motion Controller. Wobei, es geht bestimmt auch anders. Aber wie gesagt,